Willkommen zurück zu TDT mit Jung. Flo, Sabber, Nikopa und mit Jung. Und mir. Hallo. Hier war ich noch gar nicht. Ja, wir haben einige neue Sachen raufgepackt, einige neue Maps, einige neue Waffen. Werden wir wahrscheinlich im Laufe des Abends ein bisschen sehen. Die erste Map hier ist, glaube ich, Maul, wie ich mich noch erinnern kann. Und Günther. Warst du schon mal im Kino, Kupa? Ich war im Kino. Forrest Gump. Allerdings, der Technikladen ist mega geil, weil man sieht hier den Bildschirm und der Bildschirm zeigt die eigene Sicht an. Das sieht mega nice aus in diesem Technikladen. Hier kann man alles sehen. Hier gibt es eine N64 mit GoldenEye, eine PS3, eine Xbox 360. Der Godfather. Göttlich der Godfather. Game Boy Advance, PSP. Und für die kleineren Hakler zwischendrin will ich mich entschuldigen. Das habe ich irgendwie auf der Map. Keine Ahnung warum. Sorry dafür. Also wir hatten das nicht, wo wir die getestet haben. Ja, ich auch gerade nicht. Ich habe immer wieder so kurze Hakler zwischendrin das, auf der Map. Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Wenn sie störend ist. Warum sagst du eigentlich immer meinen Namen? Darum. Man weiß ja nie jung. Okay. Aber nicht, wenn du gleich von jemandem abgeschossen wirst, dass du einfach präventiv jung rufst. Och, ich denke, das ist okay. Okay, wieso hat der jetzt gerade automatisch Do Not Press meine Waffe weggesteckt? Hatte bei mir aber auch gerade. Ich habe auch irgendwie auf komische Weise auf Pistole. Ja, das haben wir auch irgendwie erlebt. Ich weiß nicht mehr, also habe ich auch letztens erlebt. Ja, ich hatte das einmal, dass meine Waffe einfach so weggesteckt wird. Vielleicht hat der Trader irgendwas gekauft. Ja. Jung. Ja, einfach. Ich habe auf der Map noch keinen anderen außer Jung gesehen. So eine riesen Map, ja, ey, und Nussab und ich treffen uns, ey. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen lag's bei mir auch. Ja, gerade. Gerade etwas. Ja, bei mir auch, aber beim 1-1, also beim zu 2 Testen hat's nicht gelaggt. Ja, ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil mehr Leute jetzt da sind, dementsprechend wahrscheinlich mehr von der Map geladen. Das ist nur so ein ganz bisschen hakelig, mal kurz, aber Alien. Schon, du ich hab einen Schuss gehört. Oh mein Gott, das bin ich. Flo, Pump Shotgun im East Connector. Der Vorschuss funktioniert. Das ist ja schon mal schön. Oh, cool. Hallo. Das hier für. Hallo. Die Schaufensterpuppen sind ja hier gerade mal 2 mm dick. Jawohl. Oh, Zeltgeschäft. Und die Zelte sind komplett zu. Schade. Na, Flo Talika. Oh, The Sub 2K, wo ist der denn? Oh nein, oh nein. Oh nein, Flo, ist der ganz. Flo, schießt ihn nicht. Hab ihn. Okay. Junge, ich hab Flo gemacht. Nee, hast du auf den geschossen? Ich hab 5 Leben. Ja, natürlich hab ich auf den geschossen. Bernie. Nee, ich bin mir. Also bei Sub bin Daniel oder Bernie ist es für. Okay. Ich bin mir nicht 100%. Ich muss mal noch ausrüsten. Ich hab den mit dem Deagle-Headshot gekillt. Bernie oder Daniel, ihr könnt euch machen. Ist das safe? Also, Sub stand halt direkt hinter mir. Ja, aber ich hab an dir vorbei auf Flo geschossen. Meine Güte. Okay. Ja, aber Flo hat sie, aber warum hat Flo gesagt, warum schießt sie nicht? Ja, die muss halt geschossen, Flo, ich hab 5 Leben. Also, entweder du, doch, die ist auch leer. Also, die hat geschossen, Flo. Die ist leer. Ich habe leider keine Credits mehr, Jung, deswegen. Okay, schade. Hast du Flo, vielleicht hat der was da gelassen irgendwie als sein Credits? Ich hab ihn schon kontrolliert nach Credits. Boah. Die Frage ist aber, Trader hat 3. Daniel? Ja, ich bin noch da. Sind die drei Trailer Credits? Daniel. Stirb, du Hure, fick dich! Ja, die Ball Cannon ist. Die ist nicht so stark, wie sie vielleicht aussieht. Ja, die ist nicht so stark, aber man kann sie halt schon hart spammen. Schon. Sie ist halt eine Pistol-Shotgun. Recht interessant. Aber schwächer, also Shotgun-Schaden im. Shotgun-Moves in Pistol-Look. Ja. Also du hast mir mit der Nailgun schon gedrückt, Flo. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich hab 95 Schaden bekommen, ich hatte 5 Leben. Ja, Junge hatte noch 5 Leben und da war auch keine Money mehr drin. Deswegen. Ich hab es erst gesehen, nachdem ich tot war, dass du aus der Blut gespritzt ist. Ah, okay. Matrix. Chris Griffin ist hier geil. Moment mal, Das ist cool. Oh, hier ist ein N40. Was ist das? Oh, 007 hier. Ach, das ist ein Kino. Ich kann den mitnehmen! Wie ist das denn? Okay, ich hab auch noch eine N64 Party. Ich bitte. Dings, Jungs, das war mega komisch. Ich hatte als Detective eine Kamera platziert und die war bis jetzt, habe ich das Bild der Kamera noch gesehen.
Nice. N64 Party. Nice. Wir müssen noch ein paar Controller finden. Aber ich meinte ja hier, siehst du auch die Fernseher? Das ist mega geil, dass man das so hier sehen kann. Alles. Alter, über diese Pflanzen nicht festhängen, Georg. Ja, ich habe mir schon erzählt, was hier alles gab hier. Game Boy Advance, 3DS, PSP, Sony Experience und so ein Scheiß. PS3 war auch da. Meinst du nicht Sony? Welchem Flügel ist meinst du nicht Sony Xperia? Der N64 ist im Xperia. East. East. Sieht aber ziemlich nice aus. Ja, im guten Osten. Ja, das finde ich auch cool an der Map, dass Osten, Westen, Norden und Süden die so eine Angabe haben. Das ist ganz cool. Ja, aber hier, was ich auch meinen wollte, dass halt die Kamera vom Detective, das Bild wurde mir noch angezeigt, bis halt irgendwie. Ja, Flo. Okay. Aber das ist jetzt wieder weg. Das war irgendwie so eine Minute noch nachdem die Runde begonnen hat, war halt noch. Na, Benny, was ist los? Ich bin enttäuscht, dass nichts passiert, wenn man auf die Do Not Press. Oh, warte, ich habe schon wieder die Waffen gewechselt. Warum? Naja, die Kamera platziert. Ja, meine Waffe wurde auch. Wahrscheinlich immer, wenn man eine Kamera wirft oder so. Wahrscheinlich. Auch in dem Namen immer schon. Hattet ihr in der Runde davor eine Kamera gekauft? Ja, ich hatte eine Kamera in der letzten Runde. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist ja dann voll. Aus hier meine eigene Sicht im Fernseher. Ist ja dann voll gut fürs Battle, ey. Wenn der Detective sich mit Trader Battle einfach die Kamera legt, dann hat er keine Waffe mehr. Ja, gut, eine Sekunde. Ja, das kann, ist ein Schuss, ne? Das stimmt. Ja, aber alle wechseln ja die Waffe. Okay, wenn es so 1 gegen 1 ist, dann. Haben nicht alle die Waffe gewechselt? Auch der Detective? Ich glaube, ja, alle. Hier ist ein N4. Ach, guck mal. Ich hab schon gesehen. Zap ist gerade vor dir, geh vorne weiter und ich glaube, er ist in den hier Westflügel reingegangen. Na, Bernie? Hi. Das Ding ist an der ich Kamera. Von der Kamera von du siehst bei der Kamera aber nicht, wer es ist. Nee, das wäre auch ein bisschen OP, glaube ich, wenn da ein Mord passiert. Aber man kann halt ansagen, alle Namen sehen, passiert. Du könntest jetzt zum Beispiel ansagen, wenn eine, wo hast du die Kamera platziert, in welchem Korridor? Westen, Süden, Osten, Norden? Grün. West. Warum kann man die Samurai-Schwerter nicht aufheben? Sagen, im Westen ist ein Traitor, und dann rennen wir da hin und dann sehen wir den ja. Hier, N64-Party. Yay, hey, nein. Flo, willst du Bernie nehmen? Willst du ein Samurai-Schwert, Bernie? Hier, schön Samurai-Schwert. Hast du auf den N64 geschossen, ist das dein Ernst? Und guck mal, er ist immer noch heil. Göttlich N64, ja. Und mit Nokia-Technik hier. Mit Nokia. Ja, ohne EU, das ist N64. Wollen wir eine Party hier drin machen? Nö. Ich hab mich verloren. Irgendein Sniper-Schuss. Auf irgendjemand hat gesnipert. Was? Hi, Bernie. Hat ein Knall. Rotes Gummiboot. Hallo. Oh, Flo hat die Kamera schießt. Kaputt gemacht. Koopa schießt, okay. Oh nein, Virus! Ich bin Virus. Flo, verpiss. Oh nein, ich bin schon angesteckt. Stimmt. Fuck. Ah, dann war das der Sniper. Koopa ist in Rot. Daniel war's. Daniel ist der andere. Daniel, der war nicht direkt neben mir, ja. Daniel ist der andere. Daniel ist in Rot. Oh, fuck. Guck mal, war gar nicht in Rot. Fehlkor. Also der Virus lohnt sich halt sehr am Anfang der Runde gleich. Weil der halt sehr lange braucht. Und der Virus zieht... wie verteilt er den? Flo, du hast so eine wenn du neben dem Infizierten stehst, bist du infiziert. Jetzt ist wieder normal. Auch als Trader. Wenn du dieselbe Luft atmest oder so, heißt es da in der Beschreibung. Aber Leute, Junge und ich müssen euch enttäuschen, wenn ihr versucht, einen Spartan-Kick die XXX-Tür aufzumachen, dann ist das nur eine Wand. Das haben Kuppern natürlich schon getestet. Ja, das war ein sehr enttäuschender Moment. Ich hatte mich noch nie so leer gefühlt, wie nachdem ich auf diese Wand gestarrt hatte, auf diese Seitewand. So. Wir haben den Spartan-Kick eh ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Das hat ja funktioniert, die Tür war weg, aber hinter der Tür war einfach eine Wand. Ja, das meine ich. Die Tür war nur scheiß Deko, ey. Also du könntest mit dem Virus auch dich selber oder deinen Traitor-Kollegen verarschen, wenn der Innocente einfach an dem vorbeiläuft. Ja, sagen wir mal so. Oh, okay, nice skill. Und? Fail, schade. Sagen wir mal so, man kann irgendwie ja seinen Kollegen einfach mit dem Virus abschießen. Dann kann der Kollege den Cure kaufen. Und dann denken alle, der Kollege wurde abgeknallt, weil er Inno ist und so. Und dann, genau, die Traitor können sich natürlich damit auch curen. Also die haben auch einen Heiltrank. Ja. Ich glaube, wir haben vorhin nur gesagt, der Detective oder so. Aber... Nee, wir meinten, also Detective und Traitor haben einen Single-Q, aber der Detective hat dann auch halt den Q-Generator. Generator. Weiß nicht, da ist wieder ein Fahrstuhl. Erstmal nicht in den Fahrstuhl gehen.
Also ich hab... Fahrstühle haben wir bis, also das, was wir gefunden haben, war bisher also nichts Schlimmes. Na, nur einfach hochfahren. Geht einfach in die Etage halt hoch oder runter. Genau. Aber wir haben halt auch noch nicht überall alles getestet, Kupo und ich. Wir haben einfach nur rüber geguckt einmal. Ja. Hm, na gut. Ob alles funktioniert, ob genug Waffen da sind und so weiter. Das ganze Raufgepacke hat schon 2,5 Stunden gedauert oder so. Ach komm, try it. Jumpscare incoming. Nochmal, du fährst einfach eine Etage hoch. Hm, Klamotten. Ein Stellenbeta. Ja, so läuft das Ganze. Die Map hat möglicherweise das Problem, dass sie relativ groß ist. Ich finde sie überhaupt nicht kein Problem. Eigentlich. Das ist kein Problem, Bernie. Oh, Zap hat die Detective Boots. Ich finde sie jetzt zum Beispiel nicht. Ich finde, die ist kleiner als Magma. Die ist nicht unbedingt so groß, dafür halt ein bisschen verwinkelt. Deswegen kommt sie vielleicht nicht. Sie ist vielleicht größer als Minecraft City, aber sie ist echt nicht groß, finde ich. Das ist aber eine flache Schaufensterpuppe, meine Güte. Okay. Wo kann man denn einen Fahrstuhl finden? Im Klamottengeladen. Einige unten. Es gibt viele Klamottenladen. Läden. Ich glaube, der beim Waffengeschäft. Mario. Was, Mario? Hi, Bernie. Bernie hat mich... Mario gesagt. Ja, ich hab Hallo Bernie gesagt und Bernie hat Hallo Mario gesagt. Das meinte war. Leute, hier war ich auch noch nie. So. Ich hab nur Bernie, auf der. Hab ihn. Frauentoilette. Was macht denn Bernie auf der Frauentoilette? Los, confirm dead, okay. Warum ist Flo. Okay, Bernie hat Flo gekillt. Ja, Bernie den erwischt. Dann ist es ja irgendwie. Daniel ist cool. Ey, Koopa schießt. Koopa schießt instant, ich hab nichts gemacht. Ja. Das ist ja klar, dass oh, Granate! Oh! Das hat Jung für mich schon verraten. Army Tent. Benny ist halt, ich bin halt so in die Toiletten gelaufen, er ist mir hinterher gelaufen, hat mich dann mit der Schrotze angeschossen. Angeschossen, nicht gekillt. Ich hatte 40 Leben am Schluss noch. Was? Bei dir? Oh, guck mal, hat wieder den geilen Skin. Schön, fly Waffen. Nice. Ja, das Skin ist echt geil. Danke, Bernie. Kommen durch die... Wow. Aber es ist ein festes Model. Interessant. Bernie schwebt bei mir durch die Gegend. Ja, das ist ein neuer Bug, wie es auch schon auf der Map... im Spiel. Bernie... Möchten Sie eine Health-Pistole schlucken? Ja. Möchte ich. So. Jung ist Traitor. Nein, Jung ist nämlich innocent. Das steht da jetzt auch. Ich glaube, er sogar stehen geblieben, bis das Ergebnis kam, wollte ich mal sagen. Ja, ich hatte gehofft, dass... Innocent steht, aber leider war dies nicht der Fall. Du kannst dich aber trotzdem. Du kriegst den Trostpreis hier, die leere Hälfte. Ich bin trotzdem innocent. Hoffe ich. Brauchst du nicht hoffen, ich kann es dir ja confirmen. Ich bin ja innocent. Deshalb ist Jay. Weiß nämlich, dass ich innocent bin. Bernie ist mein Partner. Ja, wo sind wir hier auf Facebunch? Who want into SDK with my troll face? And every Sims texture was pink and black. Hi, Bernie. Installed it correctly, so let me guess. It requires yet another use this fucking game just for textures. Please. Ist da gerade einer gestorben oder so? Nope. Flo, lebst noch? Bin ja ich. Okay. Mm, das ist Geschwindigkeit. Sub? Ja, bin noch da. Also bei einem Bildschirm kann man so einen Thread lesen oder so, das ist sehr interessant, in diesem Technik-Shop. Das habe ich nicht gefunden, wo wir getestet haben, das Kino, das finde ich mega cool. Du kannst auch oben in den kleinen Raum rein, wo der Dia-Projekt steht. Ich hatte dir davon erzählt. Ja, habe ich nicht zugehört. Wie kommt man denn da rein? Oh, das Exklusiv ist fast, okay. Hätte den kaputt machen. Oh Leute, ich kann ihn sogar weghauen. Ah, dann ist trotzdem. Film läuft aber, glaube ich, trotzdem noch, ne? Ja, ja. Mhm. Hallo, was von dem Eleanor Kino, ey. Oh,
Flo, oh, Flo, mach mich jetzt, Flo. Man muss ja echt sagen, der Kinoeingang ist ja nicht wirklich so spektakulär. Eine einzelne offene Tür, eine normale Stick... Hallo, Jung. Stick-normale Tür. Würden Sie sich bitte entfernen, dankeschön. Ich bin ja innocent. Ich möchte dem Projekt einfach... Flo! 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 Flo? Oh, nein. Mein Kino! Hab ihn... Oh, ja, nice, Jung. Das war ein Headshot. Hier, war ein Headshot. Okay. Ihr habt ihn noch. Jetzt hab ich den Helfen. Ich hab eine Holy Head Grenade. War nicht mal Headshot. Ja, wirf mal. Wo war denn eigentlich wirf mal das Kino? Ich werf ins Kino, gucken, okay? Bei North. Nein, Junge, wirf's gar nicht. Doch, ich werf in Kino, ins Kino werf ich die Holy rein. Warte, Junge. Okay, gut. Wow. Halleluja, aber ich hör keinen Bock. Das wäre jetzt witzig gewesen, wenn jetzt irgendwie den Straight und Reichweite irgendwie, wenn das Unternehmen. Ja, irgendwie, wenn Bernie so ins Kino reingehen würde, auf einmal so. Dankeschön. Sorry, Flo, aber so finden wir uns immer gegen dich. Hallo, Bernie. Guten Tag bei McDonald's, was sollen Sie bestellen? Auf jeden Fall. Oh, das ist ein zweites Sub oben in dir. Raum. Boah, Spray. Oh, wieder Kopf. Ah, ekelhaft. Wieder ein Kopf in der Tür hängt. Oh Gott. Das war gerade richtig ekelhaft. Okay, so. So Brutalität. Ja, eine Rifle bringt hier einfach mal gar nichts. Ja. Nein. Zumindest nicht zu Beginn, vielleicht so im One vs. One, wenn man weiter entfernt ist oder sonst. Ich frag mich gerade, war es nicht letztes Jahr genauso, dass wir vor Mania noch TTT hatten? Ich überleg gerade. Ja, logischerweise auf dem Sonntag. Ja, nee, weil wir ja nicht jeden Sonntag, weil wir nicht jeden Sonntag haben, deswegen habe ich gerade. Doch, haben wir. Ja, aber wir haben seit anderthalb Jahren jeden Sonntag TTT. Ja, aber es fällt aus. Ja, eben, aber es fällt ja manchmal aus, das meine ich. Okay, was ist denn das hier? Ist das ein... Ach, das ist irgendwie so ein japanisches Kampfkunst-Samurai-Studio hier, okay. Ja. Mit geilen Spielen. Also ihr müsst ja gucken, so eine... Ein paar Sachen sind halt im Traitor-Shop, sind die halt mit diesen pinken Dingern. Ist doch geil, hier ist so ein Trainings-Karate, keine Ahnung, Studio und eine Tür weiter, so ja, geht direkt in den Technikladen hinter Dresden. Ja. Nee, vor zwei Jahren hatten wir Formel 1 vor Mania. Also Spanien sind wir da gefahren. Si. Ich geh wieder. Ciao. Gut, ciao. Da fährt einer falsch. Gute Fahrt. Ja, dankeschön. Stirbt nicht durch den Jumpscare. Wer nimmt ihn gerade auf? Ich, warum? Yeah. Nur der, guck mal, im technischen Shop. Bernie, wo ist denn der? Wieso gibt's eigentlich auf dem... Östliche Halle. Warum gibt es eigentlich auf dem Frauenklo Behindertentoiletten, auf dem Männerklo nicht? Soll das heißen, Frauen sind behindert? Das ist Norden. Neue Traitor-Bombe. Oh, Junge ist Traitor. Junge ist Traitor. Wo bist du, Flo? Hab ihn. Unten. Okay. Daniel, komm mal schnell hoch. Flo hat doch geschossen. Flo ist Detective. Ja, ich bin Detective. Osten oben. Oh, shit. Hat das jetzt was zu sagen gehabt, dass das da ist? Ja, ich bin ja auch da schon. Das ist los. Mann, ich will den Schüler was zeigen, Daniel. So. Komm sie mal her. Vielleicht kannst du den Text hier lesen oder so. Das ist so ein Chat. Irgendwie so. Irgendwie mit dümmsten Beitrag ever oder so. Ich habe von Jung die Turtle aufgehoben. Das war aber nur noch eine. Sprich, irgendwo muss er eine Turtle gelegt haben. Okay. Das heißt, irgendwo enges. Enges? Wo war denn, vielleicht im Kino oder so. Wo war denn Jung jetzt nochmal? Ja, der war unten im Westflügel. Unten im Westflügel. Irgendwo auf der Map. Na, dann werde ich mich mal auf der Suche nach der Mind-Turtle begeben, auch wenn es mich den Tod kostet. Auch mein Leben kostet. Der Traitor könnte doch, der andere Traitor könnte doch sagen, wo sie ist. Wird nicht so lange dauern. Nee, hat er eigentlich das. Gute Idee, Bernie. Hier, das Oh shit, war da im Chat was zu sagen von ihm? Ich glaube, das war wegen der Spritze. Das ist, glaube ich, so eine Reaction drauf. Ja, Oh shit, what up? Das ist die Reaktion zum Traitor. Okay. Durch die Hälfte. Sogar ein Headshot. Sweet Alabama Headshot. Sorry. Na, guck mal, willst du auf mich schießen? Natürlich, oder? Ich auf dich schießen, so. Weil ich der zweite Traitor bin. Ja, aber egal, wie ich es finde, egal oder nicht. Okay. Die meinte. Daniel. An die Jungs. Okay. Ich wurde teleportiert, das ist nicht gut. Ah, ich. Wurdest du teleportiert? Nein! Daniel?
Schade. Oder dem Daniel. Sorry, Daniel, aber das war ja Bad Luck. In der Runde, ja, wo ich innocent war, prockt das nicht. Jetzt, wo ich Traitor bin, werde ich erkannt, ey. Ich habe aber Bernie noch runtergeschossen. Flo war mir. Der, wie viel Leben hattest du noch, Flo? 10. Autsch. Ja. Bei Flo braucht immer länger. Weißt du, gerade wo ich innocent bin, prockt das nicht. Jetzt, wo ich Traitor bin, prockt das natürlich, ey. Hi Flo. Mein Töte. Um das mal den Zuschauern zu zeigen. Was ist? Was ein bisschen. Oh. Das ist ganz cool. Ey, Bernie, komm mal her. Bernie, ja, komm mal zurück. Hast du den schon gesehen? Dann komm mal mit cool Walzer 429. Auf geht's. In oh, zur macht der was? Nee, ich glaube, also ich weiß nicht. Macht der was? Nee. Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Wir sind zwar nicht Trader, aber wir haben irgendwie trotzdem Bock, Daniel abzuknallen und zu zeigen, dass das Ding nicht funktioniert. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Hier ist ein brennendes Fass in dem. Vorsicht, Bernie, da ist ein brennendes Fass in dem Buggy. Geh mal raus aus dem Raum, ich schieß das weg. Hast du Schaden bekommen? Nein, ich bin sehr weit genug weggestanden. Das ist übrigens das neue Traitor. Aua. Der neue Traitor-Ball. Den kann man als Traitor explodieren lassen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Nein, ich glaube, kann man nicht. Ich glaube, hier gab es keine Hint auf der Map, ne? Ja, ich glaube auch nicht. Ich bin Leute, nicht die sich fragen, das ist ein Verteidigungsroboter von Detectives. PlayStation. PlayStation. Wird würde ich sagen. Aber diesen einen Ball, da irgendwie komm, was Walter da ist. Aber ja, wenn er nicht weiterkommt und zu weit weg ist, dann. Wenn er nicht weiterkommt und zu weit weg ist, dann teleportiert er sich. Ah, okay. Ja. Mortal Kombat 2 Cubed. Was wir mit dem Roboter noch nicht getestet haben. Verstehe. Das haben wir echt noch nicht getestet mit dem Roboter Cooper, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel den Detective mit dem Schneeball oder so abwirft. Das wissen wir auch noch nicht, aber wenn der Detective jetzt mit dem Schneeball abgeworfen wird und der hat den Roboter, dann wissen wir nicht, ob der Roboter Akku wird. Und die Frage ist auch, wenn zum Beispiel Daniel einen angreift, ob der Roboter auch mit angreift. Das haben wir auch nicht getestet. Das haben wir auch nicht, stimmt. Hi. Ja, hier Daniel, ist er halt nicht so gut, Daniel, weil er fliegt halt hoch. Ja. Und der bleibt Daniel, ich biete mich als Tribut an irgendwie. Kannst du mir irgendwie ins Fuß schießen? Ich ja, schieß mir mal in den Fuß. Ich bin innocent. Ich habe aber das Kalt Ranking. Warte mal. Benny, was holst du denn da raus? Oder? Nee, nö, er schießt nicht auf einen. Er schießt nicht auf einen, wenn der Detective schießt. Nee, also der Detective oder der Roboter muss angeschossen werden. Das Geräusch von dem, wenn er sich teleportiert. Ja, Bernie hat mir eine Sticky Bomb verpasst. Bernie, okay. Ernsthaft? Ja. Dani, kannst du dir noch einen Diffuser kaufen? Nee. Hab Bernie. Nice. Wo warst du? Bernie, hinter du bist dir tot. Hi Mario. Aber nee, denkst du, ich wollte Bernie nicht abknallen, weil ich habe schon gesehen, dass Bernie irgendwas in der Hand hatte, was sehr merkwürdig war. Ich wollte ihn aber nicht sofort über den Haufen schießen, weil, meine Güte, das ist Bernie als Trader-Partner, komm, lass ich ihn mal leben. Aber dann habe ich ein Piepen bei mir gehört und dachte mir so, okay, gut, ja, Bernie muss sterben. Holy shit, bin ich schnell mit diesen Boots, ey. 30% schneller. Bernie hat sich halt, glaube ich, versteckt, während er gecharged hat. Hat gerade irgendeiner von euch einen Knopf gedrückt? Ich habe gerade einen Piep gehört. Ich habe Vorsprung gedrückt. Ah, okay. Bernie hat sich halt versteckt, während es gecharged ist und dann konnte ich ihn wegkriegen, Junge. Mit dem Prop Disguiser als Trader kann man auf E, wenn man den hat, auf E auf den Prop drücken und dann wird man halt zu dem Prop, auf das man gedrückt hat. Macht hier halt keinen Sinn in den Räumen, also der Roboter, der teleportiert sich halt viel. Ja, war ja auch Test. Und bleibt überall in den Ecken hängen. Das haben wir ihn ja schon. So, da sind wir uns noch nicht sicher, ob wir den drauf lassen. Sub, lebst du noch? Ja. Flo? Ja. Okay. Weil für mich seid ihr die beiden, ja, das muss sein. Ja, ich fest. Naja. Also bis jetzt ist nur Bernie tot, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Ich bin mit Flo in South. Ne, Cooper lebt noch. Ich lebe. Ja, aber Cooper ist approven. Ja, das stimmt. Ja, die Kamera fanden wir echt eigentlich ein cooles Feature. Die ist ganz cool. Muss man echt irgendwie so einen Chokepoint packen, wo er ganz viel Welcome auf diese Map, die halt sehr weitläufig ist. Muss die beim nächsten Mal zeigen, nicht so viel. Flop. Auf Flop! Flo, im Möbelladen. Boah, schön. Okay. Am besten Farbe auf der Map ansagen. Das war irgendwie so Pray and Spray oder so. Mal, nee, wir waren im Raum drin, ich konnte die Farbe nicht sehen. Was ist denn eigentlich an der Dolster anders, die hier damit? Ja, genau, die kannst du mal spielen. Mach erstmal gut, aber auf jeden Fall gewonnen hat Copa mit 42 Punkten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.